dieses Problem mit den Ameisen habt, dass euch die Ameisen im Garten rumrennen, ihr ein Ameisennest habt und die euch die Pflanze kaputt machen, habe ich einen ganz einfachen Trick für euch. Und wenn ihr den nicht verpassen wollt, dann schaltet nun auf keinen Fall ab, denn direkt nach dem Intro werde ich ihn euch verraten. Bis gleich. Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf Tipps, Tricks, Kurioses und Wissenswertes. In diesem Video geht es um Ameisenvölker, wie ihr diese ganz einfach umsiedeln könnt. Dazu benötigt ihr lediglich einen Tontopf, wenn möglich ohne Loch hier unten, ansonsten klebt das einfach mit einem Klebestreifen zu. Etwas Zeitungspapier oder Holzwolle und ein bisschen Marmelade bzw. Honig. Nehmt nun die Zeitungspapier, zerknüllt diese und steckt sie in den Toptopf hinein. Dazwischen macht ihr ein wenig Honig bzw. bestreicht das Zeitungspapier mit dem Honig. Wenn ihr dies getan habt, stülpt ihr den Tontopf kopfüber direkt auf das Ameisenfeld. So müsst ihr die Ameisen nicht töten mit irgendwelchem Gift, sondern könnt diese umsiedeln. Denn ihr wisst ja, Ameisen sind nützliche Insekten und gehören eigentlich zur Naturpolizei. Nun müsst ihr eine Woche warten, bis die Ameisen richtig in das Nest umgezogen sind, bis das ganze Volk in dem Tontopf drin ist. Das seht ihr dann auch, wenn die Ameisen anfangen, die Puppen in den Tontopf hineinzutragen, dann könnt ihr den Tontopf nehmen und ihn weit wegfahren. Denkt daran, dass ihr das Nest mindestens 100 Meter weit wegfahrt, denn ansonsten werden die Ameisen zurückkommen. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt sie mir unten in den Kommentaren. Ansonsten lasst ein Like und ein Abo da und wir sehen uns bereits in meinem nächsten Video wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ciao und bis bald. Und nun legt euch wieder hin.